Willkommen zurück zu Super Mario World. Es geht weiter mit Cookie Mountain. Endlich mal keine Luftwelt hier. Aber dafür ein Cookie Mountain. Das ist doch theoretisch lecker, sieht aber gar nicht so lecker aus. Hallo Hammerbruder, ich wirbel dich einfach mal weg. Das war gar kein Hammerbruder, wie ihr gesehen habt. Das war ein, keine Ahnung, der stampft und unten erscheinen Flammen. Nicht unbedingt schön. So, aber ich mag solche Welten. Die sieht richtig gemütlich aus. Ist mir schon mal... Oh, Maulwürfe, wie süß. Auch euch kann ich einfach wegdrehen. So, jetzt hier rüber. Lustig gemacht. Kommt her. Ich hab euch lieb. Wow, alles klar. Maulwurf-Alarm. Total knuffig, die Viecher. So, hier geht nix. Okay. Zu dem komme ich nicht hoch. Da muss ich ein bisschen schnell machen. Geschafft. Na, da warte ich mal kurz. Goldene Mitte. Mensch, läuft hier am Schlüsseln. Hui. So. Was haltet ihr eigentlich von Speedruns? Würde ich gerne mal wissen. Ich sag's mal so. Speedruns. Wenn die das wirklich absolut mit legalen Mitteln machen, sage ich mal. Also wenn sie keine Hilftools oder Cheat-Tools oder sonst was benutzen, dann finde ich das geil. Dann finde ich das okay. Dann finde ich das in Ordnung und man muss wirklich sagen, Respekt. Wenn die, keine Ahnung, hier das durchjumpen ohne Ende innerhalb von einer Stunde, was weiß ich. Das ist, sowas verdient man Respekt. Aber ich guck's mir nicht gerne an, muss ich sagen. Weil ich finde, also klar, egal was gespeedrunnt wird, da kann ja nicht sowas entstehen wie Atmo oder, ja, was noch, ich wurde ganz schön weit zurückgeschleudert. Na, egal. Sowas wie Atmo kommt natürlich nicht durch und man kann das Spiel eigentlich nicht genießen, was ich... Ach, jetzt bin ich schon wieder da hingegangen, ich Blödmann. Ich dachte... Ach, okay, ich wollte nur noch alle Münzen. Ja, deswegen lasse ich auch eine liegen. Ja, das kommt davon, wenn man zu viel blubbelt. Okay, dann fliege ich hier mal eine Runde. Hier ist eh das alte Gebiet. Okay, jetzt reicht's. So, also ja, also Speedruns, wie gesagt, ich finde es, wie gesagt, Respekt für die, die es können. Aber selbst angucken, nö. Aber was ich total sinnlos und langweilig finde, ist, wenn sie irgendwelche Hilftools benutzen. Ich meine, toll. Das kann ja dann wohl jeder. Finde ich dann überhaupt keine Leistung, wenn man sich durchklitscht oder so. Das hier, weil wir zwei rosane Früchte gegessen haben, erscheint so eine nette Wolke, die uns mit Punkten füttert. Eigentlich haben wir ja gar nicht die Zeit für so eine Spielerei, denn wir haben nur noch 60 Sekunden. Aber, naja, nehme ich halt gerne mit. Ich glaube, Münzen gibt das Ding auch, oder? Ich bin mir nicht sicher. Egal, ich muss jetzt gehen. Leute, die kann ich nicht fressen. Das ist natürlich auch so ein Nachteil. Ich kann sie tot hopsen. Ich muss mich beeilen! Ich habe keine Zeit. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich muss ins Ziel, ich muss ins Ziel, ich muss ins Ziel. Tschüss. Schön. Ich selbst kann natürlich keine Speedruns. Ich würde es auch nie machen wollen. Ich finde das total öde. Bonusgame! Es gab zum Beispiel auch mal... Es gab einen Moment, da habe ich mal ganz kurz über den Speedrun nachgedacht. Das war bei Final Fantasy IX. Da gibt es eine ganz besondere Waffe, wenn man... Ich glaube, bis zu CD3 oder 4 kommt innerhalb von 24 Spielstunden oder so ähnlich. Aber selbst das finde ich total bescheuert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ludwig's Castle. Habe ich nie gemacht, das mit Final Fantasy 9. Das war mir zu blöd. Ich kann doch bei einem Final Fantasy 9, wo ich die Story und die alles auf mich wirken lassen will, kann ich doch nicht durchrushen, Leute. Nee. Aber na gut, ich will mich jetzt nicht darüber weiter aufregen. Wir sind hier bei Super Mario World Ludwig's Castle, die vierte Burg. Dann ist Halbzeit, ne? Dann haben wir die Hälfte der Welten geschaffen, beziehungsweise eigentlich schon ein bisschen mehr, weil es ja keine achte Welt gibt. Es gibt ja, also Welt 8 besteht ja eigentlich nur aus einer Burg. Aber, na gut, eigentlich ist es doch die Hälfte, weil es wird ja auch schwerer und dann braucht man natürlich deutlich länger und hier sollte ich nicht lang brauchen, ansonsten bin ich des
totes... Ah, ich kann das wieder rückgängig machen. Ich bin mir aber nicht sicher, was passiert, wenn die oben angelangt sind. Eventuell kommen die dann wieder runter, deswegen beeile ich mich jetzt schon wieder. Hallo, 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 hallo. Okay, alles cool. So, und dieses Gitter, ich finde es ja so geil. Einfach dran und die Schildkröten wegkicken, beziehungsweise wenn man immer schön drauf bleibt, kann das zu Leben führen. Das finde ich schön. Deswegen versuche ich jetzt jede Emmy mitzunehmen. Lups, bald haben's. Ja, man darf halt nur nie auf den Boden kommen. Sonst ist vorbei. Ab jetzt gibt's Leben. Ist doch toll. Da sind noch jede Menge Leben für mich unterwegs. Und hops. So. Jetzt die da oben. Hops. Da oben ist ja schon das Ziel. Von unserem Beethoven. Ich glaube, der sieht auch ein bisschen aus, so von den Haaren her, wie unser doch sehr bekannter Komponist. Zumindest in Bros 3 sah er definitiv so ein bisschen wie Ludwig van Beethoven aus. Jetzt hier bei Super Mario World, glaube ich, aber auch. Wir müssen uns mal angucken. So, das reicht. Ab mit uns. Ja, wie man ihn macht. Ja, er hat eine stürmische Frisur, sage ich mal. Und er ist ein bisschen feurig unterwegs. Jetzt sollte man auch noch nicht auf ihn springen. Ach Mist, ich glaube, ich muss springen, wenn er spuckt. Ja, ja, ich muss springen, wenn er spuckt. Du bist out of range, Kamerad. Okay, was ist das für ein schlechter Witz jetzt? Ich muss mal ein bisschen weiter nach links. Und oh! Okay. Oh, ja, Zeit. Ja, gut, 100 Sekunden, das ist ja noch human. So, jetzt dürfte er nicht out of range landen. Hoppsala. Der ist eigentlich einfach. Finde ich viel einfacher wie Larry davor. Finde ich. Bitte nicht raushüpfen aus dem Bild. Danke. Nein, das geht nicht. Ah! Du Penner! Ah, okay. Das ist natürlich ein bisschen ungeschickt. Komm mal rüber hier, Mensch. Was willst denn du immer da hinten? So. Du bist mir einer. Ludwig, Ludwig, Ludwig. So, ein Treffer noch. So, ich führe ihn gleich wieder ein bisschen in die Richtung. Ansonsten haben wir das gleiche Spiel wieder. Und wieder wird die Zeit ganz schön knapp, ne? Ah, wir haben's. Also die Burg war einfach. Fand ich viel einfacher auf die davor. Nicht nur der Gegner. So, wie werden wir diese zerstören? Oha, man sieht es schon. Hui. Schön gemacht. Ludwig von Koopas. Ja. Naja, es geht auch, wenn ich das gerade so ein bisschen durchlese. Sie orientieren sich wirklich sehr nach Beethoven. Schön, und jetzt kommt eine meiner Lieblingswelten, auch wenn sie nicht unbedingt einfach ist. Was ist denn eigentlich eure Lieblingswelt? Würde mich mal interessieren. So. Ist ein bisschen... Ja... Ist ein bisschen verstörend, dass hier jeder Baum eine Fresse haben muss, aber egal. Der Forest of Illusion. Und das ist wirklich eine Illusion. Ich glaube, hier ist jede Welt eine rote Welt und... Ah, das wird lustig. Legen wir los. Ich mag so Waldgegende und da seht ihr schon diese... Die hat einen lustigen Namen, diese Raupe. Ich weiß nur leider gerade nicht mehr. Hier ist eine Blume eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Aber ich werde sie mir in Reserve halten, falls ich meinen Yoshi verliere. Solange ich Yoshi habe, brauche ich ja die Blume natürlich nicht. Ich kann ja nicht beides. Ich kann ja nicht schlecken und feuern. So. Kann ich dich... Ja, die Zunge ist groß genug. Burn. Hey, die kann gar nicht brennen. Das hätte man nicht machen sollen. Jetzt ist nämlich die Raupe ziemlich pissy. Aber wie ihr seht, man kann sie trotzdem noch essen. Hey, Leben. Nein, Goomba, flieg nicht davon. Bleib auf dem Boden der Tatsache. Ich weiß, da oben sind Bären, aber die interessieren mich gerade nicht so wirklich. Ich versuche wieder so eine Rosane zu sammeln. Das Wichtige dabei ist halt, dass man jetzt zwischendurch keine andere Farbe essen darf. Man muss wieder auf diese Rosane warten und da muss ich mal... Hops, oh nein, das war die falsche Richtung. Nochmal hops und hops, jawohl, ja. Nicht, dass wir es nötig hätten. Ich glaube, wir stoßen gleich an das Maximum, wenn das so weitergeht.
Aber ja, wir nehmen natürlich alles mit, was geht. So, hier will ich eigentlich gar nichts, außer vielleicht den Stern. Den Stern würde ich nehmen. Jetzt, nein. So wichtig ist er mir dann auch nicht. Ah, da ist mein... Na toll, wie soll denn da rankommen? Nee, so hoch kann ich da nicht. Wenn die mir hier die Blöcke kaputt machen, dann kann ich erst recht nicht mal da hoch. Seltsam. Naja. Habe ich vergeigt, obwohl ich könnte hinfliegen, wenn es mir so wichtig ist. Jo. Ha. Toll, ne? Wieso? Ah ja. Erst wenn er auf dem Boden ist, kackt er uns sein Ei. So, jetzt sollte ich vielleicht auch das sammeln, was ich hier kriege, ne? Lustig, wie die stirbt. So, ich wollte mal drauf achten, ob das mir auch Münzen gibt. Ja, natürlich gibt es mir Münzen, zwar nur eine. Aber es sieht irgendwie stylisch aus, ne? Man hat das nicht alle Tage. Okay, das ist jetzt runtergefallen. Und ich glaube, am Schluss gibt einem die Wolke ein Leben. Ich muss da mal drauf achten. Ah, ich wollte eigentlich die... Nee, sie gibt einem kein Leben. Okay. Da unten. Ah, schaut an, da ist unser Secret. Problem. Wie komme ich da hin? Och, schon wieder die Zeit, ey. Ja, deswegen verwundern sich vielleicht manche, warum ich nie renne. Ich verstehe schon. Spuck mal aus, wir haben ein anderes Problem hier. Obwohl, vielleicht auch nicht. Oh, komm, schnell runter. Digga, Mario, ich hoffe, das schaffen wir. Oh, nee, geh weg, ich habe keine Zeit. Obwohl, das geht ja zeitlich wunderbar auf. Ich hoffe, dass jetzt da überhaupt der Schlüssel drin sein. Muss ja da drin sein. So, jetzt muss ich nur warten, bis ich abnehme. Das kann lang dauern. Nein. Yoshi, Mario nimmt unglaublich schnell ab. Und da sind wir schon drin. Im zweiten Ausgang. Der führt uns wohin? Ein Geisterhaus. Schön. Machen wir aber noch nicht. So, ich werde es mir jetzt einfach erlauben, den Rest zu... Also, das bereits Erkundete zu fliegen. Es sei denn, ich raff nicht, dass die... Ja, vergesst es einfach. Ich dachte, ich könnte die totwirbeln, aber nee. Jetzt werde ich den bekannten Weg nicht fliegen dürfen. Aber egal. Und hops. So, diesmal weiß ich Bescheid. Ich habe auch schon wieder meinen Yoshi. Yay. Au. Ja, alles cool, alles cool. Die kannst du wieder essen, auch wenn es nicht so viel bringt. So, diesmal heißt es ja einfach nur durch. Und hops, nein. Yay. Mensch, also Yoshi, wenn du da nicht satt wirst in der Welt, dann weiß ich auch nicht. Dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. So, ein Flattersche wäre nett. Dankeschön. Ist doch gleich viel gediechner hier durchzukommen. Hier renne ich jetzt. Also ich versuch's zumindest. Ah, das war nix. Yoshi! Ha! Wie eine 1 drauf gelandet, oder? So. So, das haben wir schick gemacht. Okay, das sollte ich nicht rein. Und jetzt geht's weiter. Yummy, yummy, yummy. Och nö. Och nö! Du Penner! Nein! Oh, jetzt aufpassen, aufpassen. Keinen blöden Fehler machen. Nicht die... Nein! Jetzt ist die Pissy! Okay, okay. Ich bleib ganz... die ist gar nicht mehr. Die hat sich ja schon abgeregt, okay. Mensch! Komm ich heute noch drauf? Komm schon. So, geht doch. Ich muss da nämlich rauf. Und ich glaube, das war's. Schön. So, jetzt haben wir natürlich die Qual der Wahl. Was machen wir jetzt zuerst? Ich würde erstmal ein bisschen den regulären Weg erforschen. Der wäre dann hier. Eine Wasserwelt mitten im Wald. Warum auch nicht? Okay, das geht ja schon mal gut los. Allerdings würde ich gern wechseln. So, dann. Ich weiß nicht, ob den krieg. Doch, den krieg ich. Wunderbar. So, hier müssen wir abwarten. Gegen die Viecher kann man nichts machen. Deswegen. Ah, ne, der geht gar nicht bis ganz nach links. Sehr gut. Das Nachfolgeprojekt von Super Mario World. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, aber ich mach's jetzt noch einmal, weil ich mir nicht sicher bin.
Das Nachfolgeprojekt wird Donkey Kong Country. Auch das werde ich alleine spielen. Und auch das werde ich ultimativ spielen. Hier bei Mario sind 96%, die man maximal erreichen kann. Bei Donkey Kong Country sind es 101. Und das werden wir machen. Das wird richtig lustig. Wird auch ein bisschen schwieriger. Aber macht mehr Spaß. Also noch mehr Spaß. So. Nee, zwei Blumen will ich jetzt auch nicht. Und andere potenzielle Jump'n'Runs, ich sag mal, ich würde auf jeden Fall Yoshi's Island dazu beziehen. Allerdings, wenn ich Yoshi's Island spiele, also Super Mario World 2, ich glaube nicht, dass ich das auf 100% machen werde. Also jede Welt da 100%, das ist nämlich unglaublich schwer. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht werde ich es mir als persönliche Challenge einfach zuschreiben. Aber wenn ich das mache, müsst ihr mit unglaublich vielen Fails und einem sehr langatmigen Projekt rechnen. Weil da weiß ich auch nicht mehr viel auswendig. Ihr merkt es ja hier bei Mario World und auch bei Donkey Kong, da ist einfach noch viele da ist einfach noch viel drin. Da weiß ich einfach noch eine Menge von selbst aus, aber das ist bei Yoshi's Island nicht wirklich der Fall. Also, naja. So, dieser Penner da unten, dieser Chuck Norris, der weckt alle Fischis, aber ist mir jetzt auch egal, ich bin da. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo jetzt hier das zweite Secret sein soll. Da bin ich mir jetzt echt ein bisschen unschlüssig. Es muss ja eins geben. Wo gab's denn das? Da muss ich jetzt nochmal rein. Oh, eine rote nach der anderen, ich hab's euch ja gesagt. Nee, da gehen wir jetzt nochmal gucken. Puh, wo könnten die sein? Normalerweise, also ich weiß ja meistens gar nicht, wo was ist, aber wenn ich dann dahin gehe, wenn ich dann die Welt vor meinen Augen sehe, dann fällt es mir wieder ein. Das Problem ist, hier ist mir gerade gar nichts eingefallen. ja, das ist schlecht. Aber wir werden es schon finden. Wir gehen das jetzt einfach nochmal ganz locker durch, gucken uns alles ganz genau an. Wenn ich es dann nicht weiß... das war knapp. Ja, wenn ich es dann nicht weiß, dann... Oh, man kann die ja doch töten. Mit blauen Blöcken. Gut zu wissen. Wusste ich nicht mehr. Das Schöne an den blauen Blöcken ist, das habe ich aber, glaube ich, schon mal gesagt, man kann dann so schön hochschweben, so automatisch. So. So, okay. Die Blume nehme ich dann doch mal dankend an. So, und diesmal vielleicht einen anderen Weg gehen, damit mir die Erleuchtung kommt, ne? Wie bin ich denn das letzte Mal gelatscht? Ich glaube oben rum, deswegen gehe ich jetzt mal unten rum. Oder doch oben rum? Shit. Ich weiß es nicht. Ne, von hier geht's weiter, ne? Hier geht's einfach weiter, denke ich mal. Ne, hier gibt's nur eine blöde Yoshi-Münze. Gut, wenn ich schon mal hier bin, nehme ich es halt mit. Was soll der Geiz? Oh nein. Ne, da passe ich nicht durch. Ich muss ihn... Oh. Hä? Nein, jetzt habe ich es verkackt. Ich Idiot. Ich hätte es nicht sofort zumachen dürfen. Naja, egal. Das Leben werde ich jetzt nicht vermissen. Komm jetzt. So. Okay, die zwei Wege führen ja wieder auf den einen regulären Weg. Wo ist das Secret? Wo ist es? Wo ist es? Gehen wir mal hier runter. Das ist ein bisschen schwer. Ah, Mist, du Penner. Gut, ich will hier mal unten links rein. Das ist so... Aha, nee, da ist aber auch nichts. Schade. Okay. Kommt wohl doch erst noch später. Da unten vielleicht? Nee, da war nichts, ne? Oder? Ja, ich guck lieber nochmal. Nee, da ist nur eine blöde Münze. Ja, durch mein Gesuche ist jetzt natürlich auch die Zeit ein bisschen knapp. Komm, schnell, das schaffen wir noch. Gleich hier unten links. Es muss irgendwo in der Ecke sein, wo ich nicht geguckt habe. Das ist hier unten links. Ha, das ist blöd wegen den... Jetzt ist ja... Oh, nee. Ah, der schläft schon wieder. Nee, jetzt ist er wieder wach. Na. Ha. Jetzt aber schnell, komm. Das Ding muss da weg. Ich muss da unten links rein. Ja, da rein, da rein, da rein. Ah, da ist was. Das, ich bin mir relativ sicher. Nein. Okay, scheiß auf den Pilz. Schaut euch das an. Ein Geheimgang. Wir haben's. Sehr gut. Okay, das war schon ein bisschen tricky.
Aber die Belohnung ist... der blaue Schalterpalast. Der letzte im Bunde. Somit haben wir sie alle. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie das hier funktioniert. Moment. Moment. Okay, ich muss erst freiräumen. Ich will einmal diesen Schalterpalast so machen, wie es vom Spielentwickler gedacht ist. Ah, komm. Erstmal alle Münze sammeln. Ja, da hüpft man sich halt ein bisschen blöd dann, ne? So. Gibt's auch wieder ein Leben. So, ein silberner Block verwandelt Gegner in Silbermünzen. Ich glaube, eine Silbermünze gibt 10 Stück normale Münzen, bin mir nicht sicher. Das können wir jetzt machen und jetzt lassen wir sie fallen. Und jetzt haben wir uns diese besonderen Münzen. Ah, ne, die geben nur eine Münze. Toll, sind das wieder nur so Punktteile, ey. Das ist mir doch egal. Hey, das sind noch mehr. Ach ja, jetzt gibt's wieder Leben. Okay. Okay. Boing. Okay, gut. Ja, hat sich ja auch wieder ein bisschen gelohnt. Okay, letztes Mal, dass wir auf den Schalter hüpfen. Also auf den großen, ne? Bang. Hier. Quatsch. Blaue Schalter haben wir somit. Also blaue Blöcke. Alles erreicht. Jetzt könnten wir theoretisch wieder in die alte Welt. Also das haben wir ja schon gemacht. Aber jetzt wäre das einfacher zu erreichen. Dieses eine Secret Dime Vanilla Dome. Aber haben wir ja schon. Okay, Uhrzeit sagt mir, ach, eins geht noch, oder? Komm, einen normalen Durchgang von dieser Welt machen wir noch. Und dann ist Zappe. Ach ja, das ist eine lustige Welt. Da ist alles irgendwie in Seifenblasen drinne. Und solange man nicht rankommt... ach nee, vergiss, was ich gesagt habe. Die können auch platzen. Ich dachte, wenn man drankommt, kommen die raus. Aber das galt wohl nur für die erste. Na gut, ich werde es nicht provozieren, die hier irgendwie rauszulassen. Das sind Bob-Bombs oder wie die heißen. Die explodieren gerne mal. So wie jetzt die hier zum Beispiel. Auch wenn man auf sie springt, explodieren die. Sollte man aufpassen. Aber Yoshi kann sie, glaube ich, problemlos fressen, ohne dass er dann irgendwie Probleme mit dem Magen bekommt. Unser Yoshi, ey, was der denn für ein Verdauungssystem haben muss. Das ist faszinierend. Na gut. Weiter geht's. Was bringt mir das hier? Achso, das werde ich brauchen. Komm mal mit. Zum Glück hat er das Trampolin eben nicht gefressen, ey. Sonst hätte ich ein Problem gehabt, ne? Hui. So, ich renne einfach... ich glaube, man kann hier auch einfach durchrennen. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich will nicht durchrennen, sonst renne ich in den nächsten Abgrund. Ich kenne mich. So. Yoshi, bleib einfach bei mir, mein Freund. Komm schon, friss das Ding. Da ist ja gar nichts drin. Okay. So viel zum Essen hier. Aber im Grunde eine einfache Welt. Ja, komm, nimm halt mal mit. So, das muss reichen. Okay, da wäre die zweite rosa Beere gewesen, die uns jetzt aber auch nicht großartig interessiert. Genauso wie diese ganzen Blöcke, da ist eh nur Münzen drin und... alles andere brauchen wir auch nicht wirklich. Hallo, mein Freund. Auch dich lasse ich heute am Leben. Ich habe heute meinen großzügigen. Und da geht's rein. Hey! Tut mir leid, Yoshi. Obwohl, wir können natürlich auch beides machen. Ja, wenn wir jetzt schon den zweiten Ausgang so spontan gefunden haben, ne, dann sage ich natürlich nicht nein. Wo geht's denn hin? Ja, es geht raus aus dem Wald. Das ist der kürzeste Weg. Wie ihr seht, es ist auch absolut eine absolute Pflicht, dass man diese zweite Ausgänge in dieser Welt findet, um überhaupt hier rauszukommen. Denn mit der ganzen normalen Ausgängen, da irrt man nur im Wald herum. Deswegen ist es ja auch der Wald der Illusion. Aber wir werden natürlich noch lange nicht Burg 5 machen, denn hier gibt es noch einiges mehr. Das sieht jetzt noch so wenig aus, aber wir waren auch noch gar nicht im Geisterhaus und gar nichts. Also vertraut mir. Und so, wir machen jetzt noch ganz schnell diese Welt auf normale Art. Jetzt darf ich auch durchrennen. Weil es mir möglich ist zumindest. So, hier könnte ich wieder rennen. Und los. Hui. So macht das Spaß. So, die Mitte nehmen wir mit. So, wollt ihr nicht runterfallen? Ich würde nämlich hier gleich wieder rennen. Okay, das soll reichen. Und hui!
Ist das Shay. So, Dele. Jetzt sind wir bald wieder da. Einmal fliegen geht noch. Und hoch mit uns. Oder? Ja, genau hier haben wir aufgehört. So, und ich bin ganz artig. Und auf die letzte. Boah, 50! Was für ein schöner Abschluss. 50, das Maximale, was man erreichen kann an dem Teil. Epic. Das gibt natürlich jetzt auch ein Bonus-Game. Die Blume. Okay. Nein. Dann habe ich jetzt... Na super, das ist ja mal wieder... Ein bisschen verkackt. Mal gar nichts. Ah, toll, ey. Gar nichts. Ich soll es gar nicht, wenn ich die Mitte nicht auf Anhieb bekomme, dann sollte ich einfach weiterspringen. Und da nicht irgendwie versuchen, doch noch was zu retten. So, wie ihr seht, es eröffnet sich jetzt eine neue Welt, die auch sofort zum Geisterhaus führt. Trotzdem müssen wir das Geisterhaus natürlich auch zweimal machen, glaube ich. Ich glaube, das hat wieder ein Secret. Hm. Aber das, werte Freunde, und noch vieles mehr in diesem schönen Wald machen wir das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Super Mario World.